Landung initiiert. Schön langsam. Wahrscheinlich mit dem Tod des Ziels enden. Weggerannt, was? Ich lasse mich nicht töten! Guck nach Waffen oder Munition. Das wird lustig. Was bin ich froh. Ich habe gehofft, die Kavallerie würde kommen, wenn ich nur lange genug in den Funk brülle. Ich habe mit Freestar-Miliz gerechnet, aber mir ist gerade alles recht. Nach dem, was ich schon gesehen habe, gerne. Bevor die Spacer den Außenposten stürmten, habe ich Befehle für Lieutenant Torres überbracht. Torres ist nicht übel für einen CO, aber sie hätten uns schlicht umgebracht. Doch die, dass ich das mal sagen werde, UC Marines haben uns gerettet. Deshalb, und das ist wichtig, siehst du Marines, nicht schießen. Das sind unsere Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass die UC und das FC je zusammenarbeiten würden.
Die Zeiten ändern sich wirklich. Roger, das Wichtigste zuerst. Die provisorische Krankenstation wird nicht durchhalten. Sie sind im Erdgeschoss im Sicherheitsbereich. Hier ist alles abgeriegelt, also musst du einen Weg dorthin finden. Sprich mit, Lezama. Er ist das Einzige, was zwischen ihnen und, du weißt schon, steht. Hoffen wir, dass noch andere auf den Beinen sind. Sei tapfer, sei kühn. Tote Soldaten nutzen niemandem was. Oh.
Corporal Lezama, UC Marines, Sunny. Wir dachten, wir wären erledigt. Ich... Und der geschätzte Doktor ist auch da. Musa, oder? Das hier ist seine Party. Mahoney ist eine Maschine. Reinste Vergeudung von Talent auf diesem Felsen. Was zur Hölle macht ihr überhaupt hier? Doktor! Doktor! Ja, Astrobiologie. Wir studieren nicht-terranische Lebensformen in den besiedelten Systemen. Wir wollen die Flora und Fauna verstehen und nach praktischen Anwendungen suchen. Nein, Sie versuchen, das ganze System zu übernehmen. Schon seit Monaten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Freestar-CO, Lieutenant Torres, hat den Komplex abgeriegelt. Keine Ahnung, wie lange seine Truppen noch durchhalten. Zuletzt habe ich ihn auf Ebene 3 gesehen, bei meinem Büro. Geh zu Torres. Mit dem Schlüssel müsstest du bis auf die Sicherheitstüren alles aufkriegen. Geh zu Torres, bevor seine Männer ausgelöscht werden. Das war's. Was? Denkst du, er ist ein Spacer? Er hat sie doch erledigt. Nicht drauf. Gefallen. Wo bist du hin? Den mach ich sowieso nicht. Feuern! Deckung! Nimm das! Thank you.
Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Jetzt wird's lustig! Wie schon gesagt, jemand schaltet die Spacer aus. Ich fasse es nicht. Wir haben so viele verloren. Sind sie alle tot? Dank der Hilfe, die wir hatten, sind alle von ihnen erledigt. Das war echt gute Arbeit. Wie viele sind noch in eurer Einheit? Habt ihr Scharfschützen oder so? Heilige Scheiße! Das war alles euer Werk? Ha! Das war doch nichts. Wir müssen Captain Myong helfen. Sie ist hinter der Tür. Aber sie gehört nicht zu Freestar. Oberste Priorität haben unsere Männer und Wissenschaftler. Sie war die Einzige, die uns geholfen hat, Sergeant. Ich werde sie jetzt nicht im Stich lassen. Mir egal. Ihre Männer haben ihr Leben riskiert, sind für uns gestorben. Aber die sind von den UC. Wir können nicht... Sergeant, ich befehle dir, uns bei der Rettung zu helfen. Nur, wie? Wir haben einen Überbrückungsschlüssel. Wenn sie noch leben, sind sie beim anderen Eingang. Zusammen müssten wir sie retten können. Wenn nicht, sterben wir halt. Einige Soldaten brauchen unsere Hilfe. Bist du dabei? Wir könnten Unterstützung gut gebrauchen. Dann ziehen wir es durch. Hier ist der Schlüssel. Du gehst voran. Der Captain ist eine Ebene tiefer. Die Spacer werden unter... Dachte ich wiederzusehen. Gut, dass eure Milizratten aufgetaucht sind. Die hätten wir fort. Und es gut gebrauchen können. Aufhören, Private. Es zählt nur, dass sie jetzt da sind. Und nein, ganz ehrlich, ohne sie wären wir noch immer festgenagelt.
Ah, du siehst nicht aus wie ein Marine. Und auch nicht wie von der Miliz. Wer bist du? Wie bitte? Wusste gar nicht, dass ihr so viel drauf habt. Captain Mayong, UC Marines. Veteranin der Koloniekriege. Schild des Paduk-Passes. Bester Marine im Dienst. Tja, und dieses Großmaul ist Private Sai. Wäre sie nicht so eine verdammt gute Soldatin, müsste sie die nächsten 10 Jahre Latrinen putzen. Ihr habt Leben gerettet, und das werden wir euch nicht vergessen. Captain Mayong. Du bist eine Legende. Ich habe von dir gehört, als ich für die Colonies gearbeitet habe. Und du bist hier? Mein Ruf eilt mir voraus, was? Endlich kann ich das mal sagen. Ich will Zivilisten retten. Ich glaube, dieser Forschungsposten kommt dafür in Frage. Das könnte vors Kriegsgericht kommen. Der Captain und ihre Marines? Tja, ohne sie wären wir jetzt alle tot. Ihr gehört zu Freestar, seid aber zuallererst Sandlatscher. Ich wollte euch nicht einfach diesen räudigen Spacern zum Fraß vorwerfen. Du hast Kampfgeist, den können wir gut gebrauchen. Wir haben uns hier einen Hinrichtungsaufschub erkauft, aber der läuft auch irgendwann aus. Die Mistkerle sind unorganisiert und ohne Disziplin, aber sie haben Raumschiffe und wir nicht. Deswegen können sie Verstärkung herbringen, bis sie uns zahlenmäßig überlegen sind. Und dann schlagen sie zu. Hart. In ein paar Jahren habe ich aus dir einen eisenharten Marine gemacht. Ich habe ein dringendes Problem, Captain. Ich habe Truppen und Zivilisten im Feld. Die werden von den Spacern ausgeschaltet. Ich kann sie nicht sitzen lassen. Dann wärst du auch ein verdammt schlechter Anführer. Aber wir brauchen jeden, um die Verteidigungsanlagen wieder in Betrieb zu nehmen. Mahoney meinte, laut ihrer letzten Übertragung hätten sie Probleme. Könntest du vielleicht zum Forschungslager fliegen und alle Spacer ausschalten? Sie melden sich nicht mehr. Hoffentlich gibt es noch Überlebende. Mach es schnell und effektiv. War was Wertvolles dabei? Hoffentlich ist im Forschungslager alles okay. Wir haben seit Stunden nichts gehört. Heute ist der falsche Tag, um mich zu nerven.
kannst nichts. Nichts! Wir sind jetzt in Sicherheit. Geh zum Lieutenant. Ich bin Botaniker. Warum sollten die Spacer... Private Mahoney hat gesagt, ihr würdet kommen, aber ich wusste nicht, ob wir durchhalten. Nicht alle haben es geschafft. Aber du bist heldenhaft. Das würde ich nie anzweifeln. Mahoney meinte, wir sollten uns verstecken. Wir warten in einer Höhle in der Nähe, bis das alles vorbei ist. Keine Sorge, ich passe auf die Zivilisten auf. Meinte, das Forschungslager wäre sauber. Ach, was würden wir nur ohne dich tun? Wahrscheinlich in irgendeinem Grab verwesen. Danke, dass du diese Mission zu einer Priorität gemacht hast. Wir beschützen die Zivilisten und lassen keine Soldaten zurück. In diesem Geschäft ist nicht viel Platz für Ehre, also müssen wir an dem festhalten, was wir haben. Captain, erzähl uns von deinem Plan. Ich glaube, er ist gut. Die Spacer haben noch nicht angegriffen, aber Männer hinter dem Kamm abgesetzt. Sie dürfen keine Verstärkungen mehr kriegen, sonst überwältigen sie uns. Also müssen wir unsere Schiffe nehmen. Tja, als Marine ruht man sich nur im Grab aus. Da stimme ich zu. Wir können nur standhalten, wenn wir sie von ihren Leuten abschneiden. Die Spacer haben zwei Gruppen. Wenn du sie ausschaltest, sind die Feinde hilflos. Also starte dein schickes Schiff und leg los. Die Wissenschaftler hier sind gute Leute. Schön, wieder an Bord zu sein.
Schiff Erdkraftantrieb ist tot. Halt kann nicht spielen. Schilde sind ausgeschaltet. Auf dieser Welt sollte es jede Menge organisches Material geben. Verdammte Spacer. Das sind zu viele. So viele Leute. Das ist der Preis eines Kommandos. Jede Entscheidung führt zu Blut. Kontrafaktisches Denken macht einen nur verrückt. Konzentriere dich auf das Gute, das wir getan haben.
Über manches kommt man nie hinweg. Dank euch ist Altair sicher. Ich hätte fast schon Lust, Freestar zu schreiben, damit sie dir eine Medaille verleihen. Na, das wäre doch mal was. Die könnte ich direkt neben meinem Verdienstabzeichen tragen. Du könntest mir ein Kriegsgericht ersparen, wenn du mir nur dankst. Aber vielleicht willst du deine Medaille. Das klingt doch stark nach einem guten alten Söldner. Ich weiß nicht, ob ich das alles gemacht hätte, wären unsere Rollen vertauscht gewesen. Aber ich vergesse dich nicht. Du bist jung und hast deine Zukunft noch vor dir. Ein kleiner Rat. Ich wurde schon unzählige Male nicht befördert, weil ich stets meinen Prinzipien gefolgt bin. Es gibt tausende Arten, mit denen die Befehlshaber einem Kompromisse abbringen wollen. Geh sie nicht ein. Deiner Karriere schadet es vielleicht, aber ich blicke mit Stolz auf meinen Dienst zurück. Siehst du? Ich hoffe, wir stehen uns niemals auf dem Schlachtfeld gegenüber, Captain. Falls es so kommt, erfülle ich meine Pflicht. Nicht, wenn ich es zuerst tue. Soldaten, wird Zeit, Freestar aus dem Weg zu gehen. Schnapp dir, was nützlich ist. Lass den Rest da. Es war eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Erledigen wir das. Was für dich. Hier, ich habe etwas für dich. Gern geschehen. Ist von einer der letzten planetaren Expeditionen. Ich bin mehr als nur Kanonenfutter, weißt du? Zum Glück habe ich immer noch ein so gutes Auge. War schon länger nicht mehr im Einsatz. Komm nach den planetaren Ausflügen ruhig mal zu mir. Wenn ich was finde, gebe ich es dir. Hast du was für mich? Okay. Wir sollten uns mal unterhalten. Nur wenn du Zeit hast. Vielen Dank für das Gespräch. Ich kann ein freundliches... Ich habe eine... Nein, das ist es nicht. Es sind nur ein paar Anfragen zu Dingen, die ich normalerweise regle, wenn ich dort bin. Aber ich bin hier draußen mit dir. So in etwa. Es ist schwer zu erklären. Bevor ich zur Constellation gekommen bin, war ich 8 Jahre lang Leiterin des Navigator Corps, bis die UC die Division dicht gemacht haben. Ja,
schmerzhaft ist durchaus eine treffende Umschreibung. Sie wollten spektakuläre Entdeckungen, um das Budget zu rechtfertigen. Und nach dem Krieg war das Geld knapp. Es war also klar, sie machen uns dicht. Ich habe die Division geleitet, also hat man natürlich mir die alleinige Schuld gegeben. Pff, von wegen. Du hast mir mal gesagt, dass dir der Weg wichtiger ist als das Ziel. Vielleicht verstehst du also, was ich sagen will. Ich bin gescheitert, weil mir die Erkundung der Sterne wichtiger war als Papierkram. Wäre ich engagierter gewesen, hätte unsere Division sicher die Chance gehabt, ihren Wert zu beweisen. Ja, das ist es ja gerade. Habe ich zu sehr gedrängt? Haben sie uns aufgelöst, weil ich nicht still am Schreibtisch saß und brav Zettel gestempelt habe? Keine Ahnung. Tja, und das bringt uns jetzt zu dieser Nachricht, nicht wahr? Nenn es, wie du willst. Mein Antrieb, meine Initiative, mein Optimismus waren meine größte Stärke und mein schlimmster Albtraum. Sie bringen mir immer wieder Machtpositionen ein. Dabei will ich eigentlich das All erkunden und nicht am Schreibtisch Buchhaltung machen. Ja, genau. Wenn dir das so klar ist, wie klar ist es dann erst Barrett oder Matteo? Sie brennen bestimmt schon darauf, mich zu ersetzen. Verdammt! Oh Gott, es tut mir so leid. Du willst mir helfen und ich brülle dich an. Weißt du, nachdem Aja in Rente war, hat sich niemand mehr einen Dreck um mich geschert. Hör mal, du hast offensichtlich Gefühle für mich. Aber ich hatte noch nie in meinem Leben Zeit für so etwas. Bitte, es liegt nicht an dir. Ich bin einfach noch nicht bereit für so eine Nähe. Nicht jetzt. Aber danke, dass du mir zugehört hast. Das hat wirklich geholfen. Wir sind wieder im Orbit.